Servus Leute, heute bin ich mal wieder draußen unterwegs und möchte euch meine neue Wintermütze vorstellen. Wenn ihr Lust darauf habt, bleibt einfach dran. Ja, es geht um diese Mütze. Diese Mütze ist von der Firma Beachfield Original Headwear. Und das ist nicht meine erste, die ich habe in diesem Style. Wer sich erinnert, Februar 2014 war ich ja in einem Spessart-Camp, dem lokalen Dschungelcamp-Verschnitt, bloß im Winter. Und da hatte ich zum ersten Mal so eine ähnliche Mütze, aber in quietschgelb. Vom Wärmefaktor war die wunderbar. Hat sich in den letzten Jahren wirklich bewährt, aber die Farbe hat mich einfach gestört. Weil gelb passt jetzt nicht so wirklich zu mir. Also habe ich die letzten Jahre immer wieder geguckt, was gibt es für Alternativen von der Farbe her, die mir gefallen und vielleicht auch ein paar mehr Features bieten. Und das möchte ich euch mal hier zeigen. Das ist jetzt die vierte Mütze, die ich mir angeguckt habe. Und die ist endlich so, dass ich zufrieden bin. Und das möchte ich euch jetzt einfach zeigen. Also ich habe die Mütze jetzt in Oliv ausgewählt. Die hat einen Verschluss mit Klettverschluss. Und auf der Gegenseite sind zwei D-Ringe, sozusagen zwei Ösen. Somit kann man das in unterschiedlichen Längen festmachen bzw. auch über der Mütze verschließen. Was hier sehr schön ist, über den Ohren ist ein richtiges Loch, also somit kann man auch mit der Mütze auf gut hören. Wenn es einem zu kalt wird oder zu zugig, macht man einfach hier die Klappen runter. Die werden einfach hier mit dem Knopf zugemacht, mit einem Gummiöse. Ein weiteres schönes Feature ist, dass hier hinten nochmal eine Verstellung ist, dass man es quasi hinten nochmal richtig zusammenziehen kann, dass es nicht ins Genick reinbläst. Und was mir auch sehr gut gefällt an dieser Mütze, das Schild sozusagen ist mit zwei Druckknöpfen festgemacht, somit kann man es sich als Schild runterziehen oder wenn man sogar mit der Mütze schläft, über die Augen ziehen das Ganze. Also das sind wirklich kleine Features, die aber meiner Meinung nach sehr viel ausmachen an so einer Mütze. Und ja, was ich vergessen habe, in der Stirnpartie, das wird man jetzt vom Licht hier nicht so richtig sehen, ist ein Vlies drin, aber nur in der Stirnpartie. Und der Rest des Innenfutters ist ein Polyester, ein glattes Polyester, das abgesteppt ist, wo leicht gefüttert ist, dass das Ganze auch noch schön warm ist. Es ist natürlich Kunstfell das Ganze, also kein Echtfell. Das merkt man einfach auch schon beim Hinlangen, beziehungsweise wenn man so ein paar Haare rauszippt und die mal anzündet, dann merkt man das ganz schnell, das ist kein Echthaar. Weil ich bin zwar ein großer Fan von Ledern und Fellen, aber wenn ich das selber verarbeite, dann weiß ich, oder wenn ich die Felle bekomme, weiß ich, das Tier musste nicht leiden. Das hat ein Jäger gemacht, der sich auskennt und nicht diese Felle, die irgendwo aus Ostasien kommen, wo die Tiere bei lebendigem Leib gehäutet werden und irgendwelche Kids dann mit ihrem Fellbommel rumlaufen und sagen, hey, cool, Fellbommel, aber dass da jetzt ein Tier quietschend lebendig gehäutet worden ist dafür, das wissen die meisten nicht. Und deswegen, also wenn Fell, wenn er sowas euch anschafft, guckt auch bitte drauf, dass es dann eben Kunstfell ist, beziehungsweise halt, vielleicht auch, gibt es auch mit Schafswolle oder sowas, da ein bisschen drauf achten, weil es ist nicht wirklich schön, wenn ein Tier lebendig gehäutet wird. Also diese Features hat jetzt die Mütze, ich habe sie schnell wieder aufgesetzt, weil hier ist es doch recht kühl. Und mein Kopf ist auch schon etwas verschwitzt vom Herlaufen. Also ich mag die Mütze echt sehr, sehr gerne. Wie gesagt, man kann die hier in zwei verschiedenen Ringen einfädeln unten und quasi die Weite etwas regulieren. Durch diese Weiteregulierung hat man auch die Möglichkeit, nicht die Mütze ganz oben zuzuschlagen. Also so. Nämlich man kann einfach das Genick unten lassen und macht nur die Flügel auf dem Hinterkopf zu. Und somit hat man immer noch das Fell im Genick und zum größten Teil über den Ohren.
und aber nicht im Gesicht. Und ja, das ist meine neue Wintermütze. Ich mache mal meine Öhrchen gleich noch hoch und bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und über einen Kommentar unten. Schaut auch mal hier an die Seite rein in anderen Videos. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.